Flash! Haha! Savior of the Universe! Und dabei ist Flash Gordon übrigens nicht nur der Retter, den unser Universum ganz dringend braucht, jetzt wo James Gunn ein klein bisschen gehandicapt ist, sondern auch das absolut perfekte Beispiel dafür, dass Eltern auf dem Computer vielleicht aufpassen sollten auf die Safe Search, weil sonst googeln die kleinen Kinderleins einen harmlosen Science-Fiction-Streifen aus den 80ern und brauchen nachher ganz dringend ein paar Erklärungen. Außerdem wäre ich auch dafür, dass Flash Gordon irgendwann einmal bei mir vorbeischaut und bei mir eine kleine Rettungsaktion ansetzt, weil, wie ihr euch vielleicht nicht wundert, waren die letzten 2 Wochen, die da bestanden aus Party auf Mallorca und Party sonst wo überall, nicht wirklich schonend für Magen, Hals und Stimme, weswegen sich das heutige Sammlungsupdate wieder mal so anhört, als würde man ein altes, grobes Sandpapier über ein Grammophon abspielen und dann über ein altes DSL-Modem übertragen. Aber das Ganze macht nichts, da bin ich trotzdem, wenn auch nicht wie eigentlich geplant am Sonntag um 17 Uhr, sondern am Montag um... Naja, jetzt ist es halt einmal 18 Uhr, schau mal, wie das noch wird. Aber in mir war es auf jeden Fall trotzdem wichtig, euch ganz brandaktuell zu zeigen, was ich in meinem Postkasten vorgefunden habe. Letzte Woche gab es ja kein Sammlungsupdate, weil ich mehr oder weniger direkt von Mallorca weitergefahren bin und tatsächlich überhaupt nicht nach Hause gekommen bin. Meine Nachbarn werden mich wahrscheinlich jetzt noch mehr hassen als sonst, weil nicht nur, dass sie für einige Paketannahmen verantwortlich sind, es waren auch noch immer noch ein paar Benachrichtigungen in meinem Postkasten. Das heißt, das, was ihr jetzt seht, sind tatsächlich überraschenderweise fast ausschließlich die Rezensionsmuster, die jetzt in der kommenden Zeit im Blu-ray-Check behandelt werden. Es ist aber definitiv noch einiges mehr unterwegs. Unter anderem neue Muster von Anolis sind unterwegs. Sie sollten irgendwann in den nächsten Tagen kommen. Aber die sind noch nicht bei mir. Die seht ihr dann aber definitiv in genau einer Woche im Sammlungsupdate. Außerdem möchte ich euch natürlich im Laufe der kommenden Woche, sofern die Stimme mitspielt, einige Blu-ray-Checks präsentieren, eben genau mit den Titeln, die ihr da jetzt vor euch seht. Was mir übrigens noch ganz wichtig ist zu erwähnen, ich habe auch noch vor, für alle, die gerne leichte Trophy-Games beziehungsweise diese Hidden-Object-Puzzles haben, ich habe auch von Artifex Mundi wieder Codes für 3 PS4-Spiele bekommen, wo ich dann entsprechende Guides posten werde im Laufe der nächsten Woche. Da kann ich aber leider nichts herzeigen, weil, you know, Digital Distribution sucks. Aber konzentrieren wir uns in erster Linie mal auf das, was bei mir gelandet ist. Da möchte ich in allererster Linie ein fettes Danke an Indeed Film und Illusions Unlimited Films aussprechen, die mir nämlich von dem von mir wirklich meist erwartetsten Sequel des heurigen Jahres von Another Wolf Cop nicht nur eines, nicht nur 2, nicht nur 3, sondern gleich alle 4 Mediabooks für den Blu-ray-Check zur Verfügung gestellt haben. Das heißt, die können wir alle gemeinsam auf Herz und Nieren überprüfen. Ich bin schon echt gespannt, vor allem auf den Film. Noch bin ich nicht dazu gekommen, ihn zu schauen. Außerdem danke an Cape Light für das Mediabook zu Chaos Land mit Charles Bronson und Jack Palance. Auch auf den Film bin ich sehr gespannt, habe ich ebenfalls noch nie gesehen. Werde ich dann auch noch vorstellen, genauso wie das Death... Ja, das ist... zu dir kommen wir dann später. Genauso wie das Death Wish Remake mit Bruce Willis, das mir, muss ich ganz ehrlich sagen, wie ich es im Kino gesehen habe, deutlich besser gefallen hat als einigen anderen. Habe von Universum Film sogar die 4K UHD Blu-ray bekommen für den Blu-ray-Check. Dazu werde ich mich dann ebenfalls noch melden. Außerdem lag in meinem Briefkasten ein nettes, unscheinbares Kuvert mit diesem Buch drinnen, glücklicherweise aber trotzdem unbeschädigt. Das ist jetzt mehr oder weniger der letzte, der brandaktuelle Release von Arrow Books über Philip K. Dick on Film. Diesmal wieder ein ziemlich fettes Teil, wie immer recht einfach
gestaltet, aber trotzdem, als Arrow-Video-Komplettist muss man eben auch die Arrow-Books haben. Letztes Mal, vor 2 Wochen im Sammlungsupdate, habe ich euch ja schon alle anderen gezeigt, jetzt dann eben auch das. Und damit kommen wir, finde ich, zu meinem persönlichen Highlight diese Woche. Ich meine, Mediabooks, Filme, UHD und was zum Lesen ist alles schön und gut, aber jeder Handysüchtige von euch weiß sicher, wie geil das ist, wenn man ein neues Gerät in der Hand hat. Und ich war ja, seit ich auf Smartphone umgestiegen bin, immer ein großer Fan von den Galaxy Note Teilen, habe das Note 1 2 Jahre lang geliebt, habe das Note 3 so lang gehabt, bis es mir beim Dreh für die Pressekonferenzszene von Auer dann nachher beim Aufräumen geklaut wurde, wollte das Note 7 dann eben im Anschluss haben, was ich aus interessanten Gründen nicht bekommen habe, weil Mobilfunkanbieter haben dann doch zu mir gemeint, sie haben leider keine Sprengstofflizenz, aber dann bin ich eben gegangen auf das Galaxy S7 Edge, aber nachdem das jetzt schon wieder 2 Jahre her ist und ich meinen Vertrag verlängert habe, habe ich über 3 meinen Anbieter und meine Tarifstufe das Note 9 um, ich glaube, 390 Euro bekommen und da sagt man dann definitiv nicht nein. Möchte nur einmal ganz kurz zeigen, was da mit dabei ist für alle, die das irgendwie ansatzweise zumindest interessiert, die vielleicht ansatzweise überlegen, sich das Ding ebenfalls zuzulegen. Da ist wahrscheinlich vor allem interessant, welche Goodies da noch mit dabei sind. Das finde ich nämlich diesmal ziemlich cool gemacht von Samsung. Nicht nur, dass es die obligatorischen Kopfhörer gibt für alle, die noch nicht genug Ohrenkrebs haben, wobei diesmal AKG ist eigentlich keine schlechte Firma. Trotzdem bin ich irgendwie jetzt nicht wahnsinnig zuversichtlich, was den Klang betrifft. Ausprobieren werde ich sie aber definitiv, weil nachdem meine kabelgebundenen Kopfhörer jetzt kaputt sind, freue ich mich immer wieder drüber, vielleicht qualitativ zumindest akzeptable neue zu haben. Dann, was ich ziemlich cool finde, ist, dass beim Note 9 einerseits natürlich der neue Ladeanschluss verwendet wird, aber man tatsächlich Adapter bekommt, einerseits für einen normalen USB-Stick und andererseits auch noch für den alten Ladeanschluss. Jetzt werde ich nur ganz kurz die Kamera ein bisschen Kamera sein lassen, weil euch vielleicht noch interessiert und wenn nicht, habt ihr das Video ja vermutlich sowieso schon abgedreht, in diesem Sinne, mal wurscht, kann ich noch ganz schnell das Gerät an sich holen. Es hängt nämlich jetzt noch gerade an der Steckdose, weil ich natürlich gerade damit beschäftigt war, / bin, alle meine ganzen Apps zu aktualisieren, alles vom alten Handy aufs neue zu bringen, was aber ehrlich gesagt total unkompliziert und absolut einfach vonstatten ging, da... Hey, mir gefällt diesmal das Schlussbild, ehrlich gesagt, um ein Vielfaches besser als das Startbild. Ich glaube, ich werde ein bisschen tricksen und diesmal das Schlussbild als Vorschau für dieses Video nehmen. Aber bevor wir da genau noch mehr tun, nein, stehen bleiben, hole ich jetzt einmal ganz schnell das Gerät. Es ist übrigens tatsächlich noch... nicht einmal ausgepackt, nur damit man ein bisschen ein Gefühl kriegt von der Größe. So ist es im Vergleich zu meinem alten. Es ist tatsächlich nicht wesentlich schwerer, nicht wesentlich breiter, dafür aber in erster Linie höher und einfach mit mehr Bildschirm. Bin schon echt gespannt, auf welchen Abenteuern mich dieses Ding dann irgendwie noch begleiten wird in den nächsten Monaten, hoffentlich Jahren, bis ich irgendwann einmal wieder auf die Idee komme, es irgendwo zu verlieren. Aber wofür gibt's Handyversicherungen? Damit, ganz ehrlich, freue ich mich, dass ihr auch diese Woche wieder eingeschaltet habt beim Sammlungsupdate hier auf PlayZocker Reviews. Auch diesmal nur eine ganz, ganz kurze Episode, was mich persönlich ehrlich gesagt im Hinblick auf meine Stimme oder im Hinhören auf meine Stimme eher gar nicht einmal so stört. Aber ihr habt auf jeden Fall einen Ausblick auf das geplante Videomaterial der kommenden Woche, sofern die Stimme nicht noch schlimmer wird. Außerdem
freue ich mich drauf, zu zocken und die Guides zu machen, die allerdings ohne Livestream, weil da muss ich mich tatsächlich einfach so konzentrieren, dass ich nebenbei keine Kommentare lesen und auch nicht plaudern kann. Nächste Woche sehen wir uns allerdings wieder exakt wie gewohnt am Sonntag um 17 Uhr. In der Zwischenzeit spiele ich ein bisschen mit meinem neuen Handyspielzeug. werde außerdem noch ein paar Mal auf diverse Post, DPD, DHL oder wie die ganzen Trotteln so heißen, Stationen fahren und mir die restlichen Sachen holen, die eigentlich schon in der letzten Woche gekommen sind. Bretz Media, glaube ich, hat auch wieder eine Kiste für mich vorbereitet. Es wird also nächste Woche wieder etwas länger, aber trotzdem auch diese Woche danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet schöne vergangene 2 Wochen. Ich hatte sie auf jeden Fall. Habe den Sommer wirklich schön genossen und ich hoffe, ihr tut immer noch dasselbe. In dem Sinn, noch einmal danke fürs Zuschauen. Auch kommende schöne Tage, bis wir uns exakt am Sonntag um 17 Uhr dann mit dem nächsten tatsächlich regulären Sammlungsupdate wiedersehen. Ciao!